Hallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Devilstick-Trick, nämlich eine ganze Umdrehung in der Luft. Was müsst ihr dazu können? Ihr müsst natürlich einmal das Devilstick beherrschen. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch links oben das Video einblenden dazu. Und wenn ihr das könnt, dann seid ihr hier genau richtig, weil dann geht es nämlich weiter mit dem Trick. Ich zeige euch jetzt ganz kurz mal, wie er aussieht, wenn man den ganzen schon kann. Wie ihr gesehen habt, das Devilstick dreht sich in der Luft einmal um, das heißt eigentlich eine halbe Umdrehung. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr müsst natürlich jetzt erstmal ganz normal mit dem Devilstick spielen und dann, wenn ihr soweit seid, müsst ihr einfach bei der einen mit einer Seite, ich würde euch wieder wie immer empfehlen, mit der rechten Hand anzufangen, wenn ihr rechts in der Seite und der linken, wenn ihr links in der Seite. Einfach mal da versuchen, nicht nur so wenig Gas zu geben, sondern einmal richtig mehr Gas. Das ist egal, wo ihr dann hinfliegt. Also ihr solltet natürlich nichts kaputt machen dadurch. Aber es ist erstmal egal, wie oft er sich dreht. Eineinhalb Mal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Oder ob er zu hoch fliegt oder so weit nach links oder so weit nach rechts, ist egal. Hauptsache ihr schafft es, dass ihr mal mehr Schwung gibt. Und dann müsst ihr das Ganze natürlich noch perfektionieren, das heißt, immer wieder versuchen, normal anfangen und auf der einen Seite mehr Gas geben, also mehr Schwung. Und wenn ihr es natürlich mit der einen Hand könnt, ist es zu empfehlen, auch gleich mit der anderen Hand zu lernen. Das ist bei mir jetzt die linke Hand. Wie immer, wo solltet ihr den Devilstick da berühren zum Abstoßen? Ganz normal, also bei der Hälfte der Hälfte, das heißt von der oberen Hälfte nochmal die Hälfte, da berührt ihr ihn und dann gibt er einfach mehr Schwung. Dann dreht sich der optimal so rüber und ihr könnt ihn hier wieder ganz normal auffangen und dann weiter spielen. Wenn ihr dann mit der linken Hand seid, oder bei euch die rechte, wenn ihr links in der seid, dann müsst ihr einfach versuchen, da mehr Gas zu geben. So, wie fangt ihr denn dann auf, wenn ihr die doppelte Umdrehung geschafft habt? Ihr fangt ja auch wieder in der Mitte auf, wie vorher schon gesagt. Und ich würde euch empfehlen, erstmal so ein bisschen noch mitzugehen. Dann nehmt ihr das Gas ein bisschen raus, also den Schwung ein bisschen raus. Und könnt dann ganz normal weitermachen. Weil wenn ihr jetzt nicht mitgeht so, dann kann es passieren, dass der sich hier abstoßt ein bisschen und gerade oder ein bisschen in die andere Richtung schräg runterfällt in der Mitte. Das wollt ihr natürlich nicht, weil ihr weiterspielen wollt. Also müsst ihr wieder in die Schräglage bringen und dann wieder rüber beschleunigen. So, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann einfach gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Vorschläge oder Anregungen für neue Videos habt, gerne auch mal wieder Jonglier-Tricks. Kam jetzt schon länger keiner mehr, weil ich einfach im Moment keinen neuen kenne oder keinen neuen weiß, den ich machen könnte. Wenn ihr da einen habt, gerne in die Kommentare damit. Dann werde ich mich an dem versuchen und das im Video hochladen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.